Guten Morgen, Hoverwatt-Fans. Ich wollte euch heute mal ein Geschirr vorstellen, ganz schnell, und zwar Jesse. Jesse hat heute das Support an von Kossenbacher in der Farbe Schwarz und Cappuccino. Und was ich total klasse finde, ist, dass die blonden Marken, die braunen Marken vom Hoverwatt wirklich total klasse zu dem Cappuccino passen. Ne? Jesse, bleib mal hier. Also auch vorne, man das sieht mit dem Brustring, ne, mein Mädchen. Und wir haben hinten natürlich auch die drei Anbindegurte für alle sportlichen Aktivitäten, die man braucht. Mit zwei Griffen, um hinten auch dem Hund mal hochzuhelfen, wenn was ist. Oder über ein Hindernis, wenn man sportlich unterwegs ist. Ja, ja, also für mich eins der schönsten und schicksten Geschirre für schwarzmarkende und blonde Hoverwarte. Ja, und die Checkerin trägt Standard Neongelb. Jawohl, und weiter geht's. Man sieht also toll das Kossenbacher Geschirr, das Support. Man sagt ja, dass es ideal für lange Hunde ist, wie der Hoverwart ist. Man sieht hier bei Jessie, sie ist zwar eine recht zierliche Hündin, aber eine recht lange Hündin. Und da unterstützt das Support nämlich wunderbar. Wo ich noch mal gerne drauf eingehen würde, wären die Verschlüsse. Jesse? Super! Und zwar hält so ein Verschluss eine Zugkraft laut Hersteller von 160 Kilogramm aus. Die Metallverschlüsse sogar um die 300 Gramm, Kilogramm Zugkraft. Wenn man sich jetzt mal überlegt, ich komme ja immer wieder, ja, warum bietest du denn nicht das Geschirr und das mit dem A und dem X an? Leute, schaut mal auf die Website von denen. Da gibt es eine Empfehlung. Und zwar die Größe L bis maximal Hundegröße 38 Kilogramm. Ja? Also, für Mädels geht's noch, aber Rüden dürfen eigentlich mit dem Geschirr gar nicht laufen. Ja? Und das haben wir hier überhaupt nicht, weil das Supportgeschirr wird zum Mantrail eingesetzt, zum Canicross. Und da sitzen richtige Kaventsmänner dran, ne? Rüden mit 43, 45 Kilo, die da ziehen. Und das Geschirr macht das mit. Also, in diesem Sinne,